Ja, und damit sage ich auch und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 3 mit mir, dem Blackbeard. Wir sind hier immer noch unterwegs in der Davenport-Siedlung. Man sieht, dass die Häuser hier schon so langsam ein bisschen heranwachsen. Ich weiß nicht, wem dieses Haus gehört. Was das hier für ein Haus ist, damit kann man auf jeden Fall nichts machen. Und ja, in der letzten Folge, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, in der letzten Folge sind wir ja in die Schiffssteuerung eingeführt worden, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Und wir haben natürlich unsere Kutte erhalten, unseren Assassinenanzug. Und das haben wir jetzt zu tun. Die Hauptmission führt uns ins Grenzland. Das ist wahrscheinlich zurück nach Boston oder so, keine Ahnung. Ah, ich wollte zuerst mal hier rüber gehen zu Hinkebein. Genau, wir haben ja noch erfahren, dass der Hinkebein da wohl von irgendwie einem, irgendwas von einem Schatz weiß. Und dann werden wir nochmal schauen, dass wir da mit dem auch nochmal kurz sprechen, was der uns zu erzählen hat, und dann gucken wir mal, was der Hafenmeister uns noch zu sagen hat, ob der auch mal irgendwas hat für uns. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, machen wir uns einfach auf den Weg Richtung Grenzland. Und starten dann dort quasi die nächste Mission. Mal gucken. Warten wir es ab. Was ist denn hier links noch für eine Hütte angezeichnet? Für einen schwarzer Kasten. Seht ihr den hier? Das ist einfach nur ein Schuppen, der hier steht. Okay. Ist einfach nur ein Schuppen. Huch. Okay. Da kommen wir also nicht dran vorbei an dem Baum. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Ach, hier, unsere Jungs. Unsere Mannschaft. Jo. Also erzählen. Verschafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst der Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Also, er will wohl von uns halt die Klunker haben, die wir unterwegs gesammelt haben. Hier die Sinkebeins Klunker. Mal gucken, ob er welche annimmt von uns. Was hast du für mich? Das sind ein paar gute Stücke. Dafür kriegst du einen Brief, jawohl. Bitte schön, Captain. Den Rest hole ich mir später. Hinkebeins Auftrag. Neuer Zielort auf Seekarte freigeschaltet. Okay. Wie gesagt, das ist halt dann quasi hier die Boston. Also unsere Mission führt uns hier nach Boston, genau. So, aber ich wollte nur kurz hier zum Hafenmeister. Zu dem Kameraden hier. Hast du noch was zu erzählen? Ah, nee, er lässt mich da einfach nur wegfahren. Okay, wir können hier eine Handelsroute auf. Die Händler sind in Nöten. Den Weg bahnen. In tiefster Nacht. Okay, das hier sind Handelsrouten, die man fahren kann, um halt Handel zu treiben im Schiff und darüber auch Geld zu verdienen. Das ist hier mal die Jagd, okay. Vor Walcott, okay. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte hier an das Büchel. Gut, das ist eher, dann können wir hier an das Büchelchen. Mal gucken, was es hier mit auf sich hat. Ah, hier können wir Sachen zusätzliche Aufbauten erwerben. Für das Schiff Brandgeschosse, Hagelladung, verbessertes Ruder, ein Spitzgeschoss und ein Rammsporn. Aber dafür fehlt uns momentan noch ein bisschen das Geld. Und deswegen, was machen wir denn? Sechs Klunker für Hinkebein finden. Ja, wir haben jetzt fünf von sechs, okay. Was können wir denn hier machen? Vor Walcott. Oder die Jagd. Oder starten wir sowas? Was tun, was tun? Ich bin mir gerade mal ganz unsicher. Ich glaube, wir starten jetzt einfach mal die Jagd. Die Wirren vor der Küste von Martha's Vineyard untersuchen. Ja. Wir starten eine maritime Mission. Wir fahren noch mal ein bisschen zur See. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Ostküste, 17.73 Uhr. Schön, wieder auf See zu sein. Nur der Himmel gefällt mir nicht. Mr. Faulkner, selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Miss Mandy erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Vineyard bedrohen. Da war doch schon ein Schiff hier vorne. Volles Segel! Volles Segel! Holt auf! Schiff, ahoi! Auf Position! Britisches Kanonenboot verfolgt ein Schiff aus Vineyard. Wir müssen sie beschützen. Bereit zum Feuer! Und Feuer! Da ist unmöglich! Feuer! Wir müssen das Schiff verlassen! Köpfe runter! Das Kanonenboot ablenken, bis sie den Pier von Vineyard erreichen! Ihnen nach, Sir! Bald holen sie sie ein! Schief! So, wo geht's weiter hier? Halbe Segel. Halbes Segel! Halbes Segel! Haltet an! Wir gehen auf volle Segel. Ein Segel! Wir müssen sie einmal außen rum hochreißen. Eieieiei, das wird böse enden. Nein. Alles gut. Was machst du denn, Captain? Das Schiff braucht Hilfe! Feuer! Die Wasser, Feuer! Okay, optional ist sie leider nicht erreicht, aber egal. Halbe Segel! Noch nicht! Schieß! Ach, daneben. Feuer! So. Die Salve ging vorbei, Captain! Was machst du denn, Captain? Das Schiff volle Segel! Kanonenboote! Gebt mir halbes Segel! Oh shit, da sind Felsen! Feuer! Feuer frei! So, die hätten wir auch erledigt. Und wir sind wieder dran, okay. Ach, daneben, verdammt. Geht nicht, Sir. Schief! Noch eins weniger. Auf mein Drehbassen, Feuer! Noch eins weniger, sehr schön. So, die Drehbassen, die sind natürlich ganz gut. Ihnen nach, Sir. Bald holen Sie sie ein. Wieso gar keiner mehr? Auf mein Befehl! Ihnen, Captain! Aufpassen! Eine Mine nutzen, um Kanonenboote zu zerstören, okay? Zerstöre sie oder nutze sie zu unserem Vorteil, egal wie. Fahr bloß nicht in sie hinein. Zu unserem Vorteil wie? Beschieß die Minen mit den Drehbassen, wenn der Gegner uns zu nahe kommt. Ei, ei. Bereit zum Feuer! Feuer bereit! Schieß! Ich brauche halbes Segel! Fahrtsegel! Oh shit. Oh, nicht auf den Felsen auflaufen, bitte. Noch nicht! Und Feuer! Ach shit. Negativ, Sir! Nicht möglich! Schieß! Voll getroffen! Ihnen! Ihnen! Feuer! Bereit zum Breitseite abgeben! Auf meinen Befehl! Erwarte Befehle! Drehwasche, Feuer! Anhalten! Anhalten! Holt die Segel ein! Feuer! Anhalten! Gebt mir halbes Segel! Schnell! So, den haben wir eingenommen, den Schuss. Den haben wir jetzt einfach mal geschluckt. Bereit zum
Feuer! Holt das Tuch ein! Weniger Segel! Weniger Segel! Oh ja, 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 ja. Feuer! Ab auf den Kreuz! Warten! Schieß! So, die hätten wir auch. Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir haben wenigstens ein optionales Ziel haben wir wenigstens erreicht, sag ich mal. Sie ist in Sicherheit, aber es ist eine heiße Jagd. Ihnen nach, beenden wir die Gefahr für Marthas Windjagd. Die Kanonenpunkte! Da! Eins ist noch da, irgendwo, da drüben. Falsche Richtung! Wir müssen diese Schiffe verfolgen! Sie drehen nach Norden! Da ist nichts, nur ein verlassenes Fort! Von wegen ein verlassenes Fort? Dieses Fort werden wir uns mal unter den Nagel reißen. Feuer! So. Gerade noch gesehen? Durch den Rauch, also durch den Nebel hier? Oh shit, sind wir den Felsen gestoßen oder was hier? Vor! Ja. Leute, das ist. Nein, 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 nein. Das Vor sollte nicht da sein. Aber es ist da, Mr. Fortran. Und es ist zu nahe liegen. Zeig uns gut an dich. Halte die Körper auf. Gut gesegelt, Captain. Volles Segel! Ja, komm schon. Ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen da drüben. Feuer! Oh, Scheiße. Okay, das ist ein bisschen tricky. Wir haben ordentlich was geschluckt hier. Wir mal kurz gegen den Wind segeln ein wenig. Ja, ich habe auch halbe Segel gesetzt, oder nicht? Hab mich schon gewundert. Okay. Wir müssen uns noch ein bisschen näher rankommen an, den Laden, würde ich mal sagen, oder? Wir sind zu weit weg. Und die haben eine zu große Reichweite. Mit ihren scheiß Mörsern. Wir reißen euch den Arsch auf! Mörser! Im Anflug! Fahrsegel! Fahrsegel! Alle Segel! Gut gesegelt, Captain! Jetzt geht's zur Sache, Jungs! So, wir nehmen jetzt einfach gerade einen großen Bogen. In Hoffnung, dass wir da ein bisschen weiter wegkommen von dem Fort, dass sie uns da nicht mehr erreichen mit ihren Mörsern. Das ist Wahnsinn, was sie für eine Reichweite haben, ey, dann im Fort. So. Wenn wir gleich mal ein bisschen gegen den Wind segeln. Mal ein bisschen Gas geben hier. Feuer!
Captain, hoch! Mörser! Mörser! Halbes Segel! Rechts auf Schnell! Halbes Segel! Volles Segel! So? So, einer mal eliminiert. Feuer frei! Okay, die sind weit weg. Fahrt rausnehmen! Ein Segel! Tut dir Segel, Captain! Ich brauche halbe Segel! Und jetzt noch mal mit den Steuerbordkanonen, geben wir denen den Rest hier. So, den hätten wir damit nur noch einen Turm über. Gut gesegelt, Captain. Haben nur noch einen einzigen Turm, und zwar den dort oben. Gehen wir den von hier aus mal schauen. Wir segeln ihn den Weg! Feuer! Gut gesegelt, Captain. So, wir dürfen jetzt nichts mehr einstecken. So, quer zum Wind segeln aufs Vorzu und dann gleich nochmal einen Linksknick fahren. Wie fand ich das über den Rechtsknick? Gut gesegelt, Captain! Halbes Segel! Auf halbes Segel reißen! Und Feuer! Ach, zu früh, nein! Oh, ist das nervig? Ah, au. Nein, ihr trefft mich nicht mehr. Nein. Mörser, nimm einen Flug! Holt das Tuch ein! In die Wand, holt die Segel ein! Jetzt hier halbe Segel, schnell! Jetzt hier volle Segel, sieht gar nicht gut aus hier, unser Schiff. Das hat ordentlich was eingesackt. Oh shit. Warte, Feuer. Boah, du triffst den scheiß Turm doch einfach mal. So, warten, Feuer. Oh Mann! Okay, wir sinken. Wir sinken. Wieso stehen wir auch hier auf einmal?
Oh weh, es wird eng. Es wird richtig eng, Leute. Ich muss noch einen Treffer. Ich muss nur noch einen Treffer setzen. Na komm schon. Wäre doch zu lachen, wenn wir nicht mehr kriegen hier. Ja, also. Na, wenigstens ein optionales Ziel erreicht. Das ist das Problem. Welchen Grund haben die Briten, Martha's Vineyard zu bedrohen? Es hat keinen strategischen Wert und die Bewohner sind friedlich. Ich fürchte, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt. Templer! Doch was sie vorhaben, weiß ich nicht. Deine Befehle? Ich brauche Zeit, um das zu ergründen. Wir setzen Kurs nach Hause. Aye, aye. Also nach Hause, zurück nach Devonport. Aber gut, ersten Punkt nicht, wenigstens haben wir einen Punkt zu, ein zusätzliches, also ein optionales Ziel erfüllt. Immerhin, naja. Rest war, wenn man das erste Mal spielt, nach langer Zeit, überhaupt das erste Mal spielt, je nachdem, braucht es halt ein bisschen Zeit, bis man wieder reinkommt. Gut, ich denke mal, das soll auch reichen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ich schalte morgen ein. Neue Folge, Assassin's Creed 3. Was glänzt denn da oben? Seht ihr das da oben? Über meinem Kopf? Da glänzt irgendetwas. Das werde ich noch mal anschauen gehen. Ich wollte schon die Folge beenden, aber das werde ich mir noch mal kurz anschauen gehen. Das ist da oben. Irgendwas glitzert da. Okay, mit dem Adlerauge sieht man da nichts. Mal schauen. Noch Waschbier. Ja, Oma. So. Haben wir denn einen Waschbier mitgenommen hier hoch? Na, den lassen wir jetzt einfach mal laufen, das ist okay. Bin ich wieder links rüber. Scheint mir eine Truhe zu sein oder sowas da vorne. Das ist eine Truhe. Was ist das, was da liegt, Freunde? Das will ich jetzt aber noch gerade wissen. Ist irgendeine Truhe? Was ist da drin? Neuen Plan erhalten? Neues Upgrade verfügbar? Okay. Gut. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde sagen, oh, mit diesem wunderschönen Blick, oh, wenn dieser Baum nicht wäre hier. Dass ich diese paar Äste, die da hängen. Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Blick auf das Schiff beende ich die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet morgen eine neue Folge Assassin's Creed 3 mit dem Blackbeard. Ich sage, gehabt euch wohl und bis dahin.